Dies ist Hilgert im Kannenbäckerland. Das Kannenbäckerland im Westerwald ist besonders wegen des salzglasierten Steinzeugs bekannt. Hilgert ist seit der Mitte des letzten Jahrhunderts der Hauptort der Tonpfeifenbäckerei gewesen, die auch in den Nachbarorten Hörgrenzhausen und Ransbach-Baumbach heimisch war. Auch andere tonverarbeitende Betriebe sind hier angesiedelt. Von der Bedeutung der Pfeifenbäckerei ist im Ortsbild heute nur noch wenig zu erkennen. Nach dem starken Rückgang des Bedarfs an Tonrauchpfeifen in den letzten 40 Jahren haben viele Werkstätten die Herstellung aufgeben müssen. Mit der Werkstatt von Lothar Hein hat sich in Hilgert die letzte Pfeifenbäckerei des Kannenbäckerlandes erhalten, die nach alten handwerklichen Verfahren arbeitet. Neben dem Wohnhaus stehen das Werkstattgebäude und der letzte von ehemals 60 Pfeifenöfen. Die Aufbereitung des Pfeifentones, der Pfeife ät, geschieht im Keller unter der Werkstatt. Um diese dünnen Tonrollen zu erhalten, muss der Ton in mehreren Arbeitsgängen aufbereitet werden. Zunächst schaufelt der Pfeifenbäcker den Ton mit der Ätschüpp aus dem großen Backsteintrog, der Ätkaul. Der Ton wurde bereits vor 2 Stunden eingeweicht. In dieser Zeit hat er sich mit Wasser vollgesogen. Die Tonmasse ist jedoch noch nicht gleichmäßig durchfeuchtet und kann noch dicke, trockene Klumpen enthalten. Daher muss sie noch mehrmals gemahlen und durchmischt werden. Wegen einer Kriegsverletzung trägt Herr Hein eine Ledermanschette am rechten Unterarm. Beim Umschichten auf einen großen Haufen wird der Ton das erste Mal durchmischt. Durch das feste Aufschlagen mit der Ätschüpp zerkleinert er die trockenen Klumpen an der Oberfläche. Sobald der Trog geleert ist, beginnt Frau Hein, ihn wieder mit trockenem Ton zu füllen. Luda, kimmst du schon voll? Ja, einen Moment. Der Pfeifenton kommt direkt aus einer der großen Gruben in der näheren Umgebung von Hilgert, wo man ihn im Tagebau gewinnt. Den Rohton lagern die Pfeifenbäcker bis zur Aufbereitung im Nebenraum des Ätkellers. Nicht jeder Ton ist für die Herstellung der Pfeifen geeignet. Es wird hierzu ein sehr feines und plastisches Material benötigt, das beim Ausformen keinerlei Verunreinigungen mehr aufweisen darf. Außerdem kommt nur sehr hellgrauer oder weißer Ton in Frage, der den Pfeifen beim Brennen die weiße Färbung gibt. Der Trog fasst etwa 1 Tonne Rohton. Wenn er angefüllt ist, gibt man so viel Wasser zu, bis der Ton bedeckt ist. Je nach der bereits im Ton enthaltenen Feuchtigkeit kann er nun 2 oder mehr Stunden einweichen. Der zuvor bereits eingeweichte Ton muss noch einmal durchmischt werden, wobei auch die sogenannten Schrupse, die beim Ausformen und Säubern der Pfeifen anfallenden Tonreste, wieder verwertet werden. Mit der Ätschüpp füllt der Pfeifenbäcker den zähen Ton zusammen mit den Schrupsen in den Trichter des Tonschneiders.
Seine Frau stampft mit dem Holzstock die Tonstücke nach und bricht noch feste Klumpen auf. Am Boden des Trichters laufen in engem Abstand zwei gegenläufige Eisenwalzen. Im Tonschneider werden die Klumpen komprimiert und der Ton tritt als dicker Strang heraus. Der Pfeifenbäcker durchtrennt ihn mit einem Draht und teilt so gleich lange Walzen ab. Der Ton bildet nun eine weitgehend gleichmäßig weiche und feine Masse. Im Verlauf eines halben Tages verarbeitet der Pfeifenbäcker den gesamten eingeweichten und durchmischten Ton zu Walzen. Nach einigen Tagen Ruhezeit mahlt er ihn ein zweites Mal mit dem Tonschneider. Die 60 cm langen und 10 kg schweren Rollen lagern bis zur weiteren Verwendung im Keller. Damit die Walzen nicht austrocknen, werden sie mit einer Plane und feuchten Tüchern abgedeckt. Eine Walze nimmt der Pfeifenbäcker mit nach oben, um aus ihr auf der Rollenmaschine dünne Tonrollen herzustellen. Zum Rollenmachen wirft er die dicke Walze in einen Zylinder ein, der mit einem Kopfteil verschlossen wird. Mit dem Fußpedal kann der Pfeifenbäcker nun einen Kolben starten. Der Kolben drückt den Ton durch das Kopfteil langsam nach oben. In dem Kopf befindet sich ein Sieb, um kleine Verunreinigungen zurückzuhalten. Oben auf dem Zylinder sitzt eine Schablone mit 12 kreisrunden Öffnungen. Beim Hochdrücken quetscht sich der Ton durch diese Öffnungen und es entstehen mit jedem Schub 12 gleich dicke und lange Rollen. Mit einem Draht werden sie an der Schablone abgeschnitten und bündelweise auf dem Brett abgelegt. Aus einer dicken Tonwalze entstehen auf diese Weise ca. 60 dünne Rollen. In der Werkstatt portioniert die Frau die Rollen für das spätere Ausformen mit den Pfeifenpressen. Tonrollen, die jetzt nicht benötigt werden, schichtet man an einer Wand auf und schützt sie mit feuchten Tüchern vor dem Austrocknen. Ja, die mussten ja alle gemalt sein, was? Das war ganz fein. Ja, war schön. Aber dann hat es zwei Jahre keine gemacht worden. Ja, ja. Und dann war ja alles da, diese gemalt. Ja. Ja, die kommen da immer zum Wandhaus oder Wandhebel nach. Ja, ja. Das ist ein paar Jahre. Kommen gleich nochmal wieder. In dem großen Werkstattraum gehen nun alle weiteren Arbeitsgänge bis zum Brennen der Tonpfeifen vonstatten. Sieben Personen sind damit beschäftigt, die Tonrollen zu schneiden, die verschiedenen Pfeifen auszuformen und die bereits angetrockneten Pfeifen von überflüssigen Tonresten zu säubern. Für das Ausformen der Tonpfeifen mit den Pressen benötigt man sogenannte kurze Rulle. Das sind die kleinen Portionsstücke, die jeweils der Tonmenge für eine Pfeife entsprechen. Mit dem straff gespannten Draht lässt sich der weiche Ton leicht durchschneiden und der Anschlagwinkel sorgt für eine stets gleiche Länge. Vor dem Ausformen an der Pfeifenpresse schüttet die Frau die Stücke in eine Wanne, auf deren Boden sich Öl befindet.
Öl soll verhindern, dass der Ton an der Metallform festklebt. Soll ich noch ein bisschen entschüren? Noch ein wenig. Ein wenig? So, das reicht. Reicht einfach. So, stelle ich die andere dafür hin. Zusätzlich beträufelt der Pfeifenbäcker die Tonstücke. Nun kann das Ausformen einer Tonpfeife beginnen. Hierzu verwendet man eine zweiteilige Metallform. Jede Form besteht aus zwei massiven Metallblöcken, in denen jeweils die Gestalt einer längs geteilten Pfeife ausgespart ist. Bei diesen kleinen Nikolauspfeifen sind zwei Stück in einer Form eingraviert. Beide Formhälften sind passgenau in der Pfeifenpresse fest eingespannt. Mit der rechten Hand führt der Pfeifenbäcker die beiden Tonstücke in die untere Formhälfte ein. Dann bringt er die Formteile durch Hebeldruck aufeinander. Dadurch presst sich der Ton in die Stiele und an die Formwände. Mit dem Einführen der Stopfer entsteht die Aushöhlung des Pfeifenkopfes. Dann schiebt man zwei fest eingespannte Drähte in die Stiele der Form ein. Sie reichen bis in die Kopfhälften der Pfeifen. Nach dem Öffnen der Form kann er die beiden Pfeifen herausnehmen. Er legt sie in einen flachen Holzkasten, das Kastil, ab. Die Frau putzt die Pfeifen, die einen Tag angetrocknet sind. Dabei entfernt sie mit einem Messer die Tonreste an Kopf und Stiel der noch weichen Pfeifen. Die geputzten Pfeifen legt die Frau auf dem Auslegebrett, dem Auslähedill, ab. Du da, hilfst mir den Dill? Hast du ihn voll? Ja. Sardinischen voll. Ich hab's aber voll gemacht. Ja, du da. Komm, ich schick's dir. Komm, ich schick's dir. Hältst du einen anderen? Auf dem Regal unter der Decke können die Rohlinge nun vollständig trocknen. Neben den kleinen Nikolauspfeifen für Stutenkerle und Wegmänner fertigten die Hilgerter Tonbäcker auch richtige Pfeifen zum Tabakrauchen. Die Rauchpfeifen haben einen großen Kopf und einen langen Stiel und erfordern beim Putzen mehr Sorgfalt als die kleinen Nikolauspfeifen. Diese hier sind aus rotem Ton. Zunächst schneidet auch hier die Frau den Kopfrand gerade ab und rundet dann die Öffnung mit dem Finger nach. Nachdem sie die Tonreste abgestrichen hat, führt sie einen steifen Draht in den Stiel ein. Dieser verhindert, dass sich der Stiel beim weiteren Trocknen verkrümmt. Sie legt die Pfeifen zu Bündeln von je 15 Stück ab. So kann die erbrachte Arbeitsleistung leichter festgestellt werden.
da. Also ja. Möchte ich gleich Tee wegbringen. Ja. Pfeifen mit einem Stiel über 20 cm können nicht in der Presse hergestellt werden. Deshalb fertigt man sie noch immer auf die herkömmliche Art. Sie erfordert noch sehr viel mehr Geschick. Die 80-jährige Mutter des Pfeifenbäckers ist eine der wenigen Frauen in Hilgert, die diese Technik des Rollens noch beherrschen. Mit der flachen Hand rollt sie ein Stück Ton langsam zu einem langen, dünnen Strang aus, der an einem Ende eine Verdickung aufweist. Den Pfeifenrohling muss sie auf die benötigte Stiellänge ausrollen. Um sicher zu sein, dass die erforderliche Größe erreicht ist, misst die Rollerin bei solchen langen Stielen jedes Stück in der Form ab. Bei den kurzen Pfeifen ist dies nicht notwendig. Das Rollen erfordert neben einiger Kraft sehr viel Übung und Geschick. Neben der Länge muss auch die Dicke der Rolle bereits der späteren Stärke des Pfeifenstiels entsprechen. Abschließend rollt die Frau mit dem Rollbrätsche einige Male über den Stiel, um ihn zu glätten und eine gleichmäßige Stärke zu erreichen. Wenn der Ton zu hart ist, bricht das verdickte Ende leicht ab. Die Frau muss von neuem beginnen. Je nach der erforderlichen Länge der Rollen konnte eine Rollerin über 200 Stück in der Stunde herstellen. Für das anschließende Ausformen liegen die fertigen Rollen in Bündeln mit 8 bis 12 Stück bereit. Diese Arbeit übernimmt nun der Kaster. Dazu braucht er die zweiteilige Pfeifenform, den Stopfer, einen Schraubstock und einen Draht. Für jede Pfeifenform gibt es einen Draht mit Holzgriff und passender Länge. Er wird Weiherdraht genannt. Mit dem Weiherdraht durchbohrt der Kaster den Stiel der künftigen Pfeife und legt den Rohling in die eingefettete Form. Nach dem Zusammenlegen beider Formteile spannt er sie in den Schraubstock, den sogenannten Kasten, ein und drückt den Stopfer mehrmals in die gefüllte Kopföffnung. Mit dem einliegenden Draht lässt sich die Pfeife leicht aus der Form herausheben. Dann fährt er den Stiel mit dem Schenker ab und entfernt die Tonreste. Nun wird der Draht herausgezogen und die Pfeife in das Kastil abgelegt. Beim Durchbohren des Stieles, dem Weihern, muss der Kaster darauf achten, dass der Draht nicht seitlich aus dem Stiel heraustritt. Ebenso vorsichtig zieht er den Weiherdraht nachher wieder heraus. Wenn der Stiel beim Durchbohren einmal abbricht, wird ein Ende angefeuchtet und kann dann leicht wieder angedrückt werden.
Das Einfetten der Form ist notwendig, damit der Ton nicht am Metall festklebt. Zu jeder Form gehört ein passender Stopfer. Damit wird der Ton fest an die Formwände gepresst und die überflüssige Masse quillt oben heraus. Mit der hakenförmig gebogenen Spitze des Schenkers fährt der Kaster die Tonnähte des Stieles ab. Durch das Kasten können viele unterschiedliche Pfeifenmodelle hergestellt werden, wobei es für jedes Modell eine besondere Form gibt. Diese Formen sind der wertvollste Besitz des Pfeifenbäckers. Eine kleine Auswahl mit den zugehörigen Stopfern lagert auf dem Regal. Die Pfeifenbäcker legen großen Wert auf das sorgfältige Putzen auch der von Hand gekasteten Pfeifen. Mit Bedacht führt die Frau den Trockendraht in den Stiel ein und entfernt vorsichtig alle überflüssigen Tonnähte. Mit dem Aufdrehholz, einem kleinen konischen Holzzylinder, fährt sie in die Kopföffnung und rundet sie nach. Die Pfeifen sind noch immer weich und haben eine graue Farbe. Sie benötigen jetzt einige Tage, bis sie ganz trocken und hart sind. Der Ton wird dabei durch den Wasserverlust weiß und spröde. Wenn die Pfeifen völlig getrocknet sind, kann man den Trockendraht herausziehen und den Pfeifenkopf glatt machen. Dazu verwendet die Mutter des Pfeifenbäckers einen Achatstein mit kleinem Griff. Mit dem Achat streicht sie den Pfeifenkopf rundherum ab. Der dabei abgeriebene feine Tonstaub setzt sich in den Poren fest. Der Kopf wird glänzend und fühlt sich sehr glatt an. Das Glattmachen erfordert äußerstes Geschick, da der Stiel der trockenen Pfeife sehr leicht abbrechen kann. Nur die wenigsten Pfeifen werden noch zusätzlich poliert. Die meisten lässt man stumpf. Diese Pfeifen sind jetzt fertig und werden schon zum Pfeifenofen getragen. Einen großen Anteil an der Produktion der Pfeifenbäckereien in Hilgert nahmen früher die Andenken- und Wallfahrtspfeifen ein. Diese Pfeifen zeigen das Gnadenbild eines Wallfahrtsortes mit einer Aufschrift, zum Beispiel zum Andenken an Kevela. Die Wallfahrtspfeifen entstehen auf die gleiche Art und Weise wie auch die Rauchpfeifen. Der Stiel wird mit dem Weiherdraht durchbohrt. Der Ton wird in die Form eingedrückt. Die Formhälften werden zusammengelegt und eingespannt. Mit dem Stopfer erhält der Kopf seine Aushöhlung. Die herausgenommene Pfeife wird mit dem Schenker am Stiel gesäubert. Gnadenbild und Schriftzug auf dem Pfeifenkopf sind in der Form eingraviert. Bei dieser Pfeife erscheint das Gnadenbild als freistehende Madonnenfigur auf dem Stiel direkt hinter dem Kopf. Der Arbeiter schlägt die Tonmasse mit einem kurzen Holzstock fest in die entsprechende Vertiefung, damit die Figur voll plastisch erscheint.
Mit dem eingefetteten Stopfer hüllt der Pfeifenbäcker den Kopf aus und drückt den Ton an die Formwand. Der Stiel wird ebenfalls wieder mit dem Schenker abgefahren. Die Tonreste am Kopf und an der Figur beseitigt man erst nach dem Antrocknen der Pfeife. Viele Pfeifenbäckerbetriebe produzierten solche Wallfahrtspfeifen. Sie verkauften sie nicht nur nach Kevela, sondern schickten auch große Mengen an andere Pilgerorte wie Aachen, Remagen, Bornhofen oder Trier. Ein anderes Produkt der Tonpfeifenbäckerei sind die sogenannten Gesteckpfeifen. Bei diesen ist nur der Kopf aus Ton. Als Stiel wird später ein Haselnussrohr mit Hornspitze aufgesteckt. Die Pfeifenköpfe für die Gesteckpfeifen haben häufig das Aussehen eines menschlichen Kopfes mit Bart und Turban. Man nennt sie Jakobspfeifen. Damit Gesicht und Bart vollplastisch ausgeformt werden können, besteht die Form aus 4 Teilen. 2 Formteile sind an der Klappvorrichtung verschraubt. Die beiden anderen werden beim Herausnehmen des ausgeformten Pfeifenkopfes mit herausgehoben und anschließend neu eingelegt. Zum Ausformen der Jakobspfeife legt der Pfeifenbäcker einen Tonklumpen ein, klappt das obere Formteil herunter und führt seitlich 2 Stopfer ein. Mit beiden Händen bedient er die Stopfer, die den Pfeifenhals und die Kopföffnung für den Tabak aushöhlen. Nach dem Herausnehmen des Pfeifenkopfes muss zwischen Hals und Brennraum noch eine Verbindung hergestellt werden, damit die Pfeife ziehen kann. Die dünne Wand im Innern sticht der Pfeifenbäcker mit einem Draht durch. Anschließend stellt er die Jakobspfeifen zum Trocknen ab. Auf der gleichen Vorrichtung werden auch die Kuckucksfiguren hergestellt. Für diese Flötenfigur benötigt man eine 2-teilige Messingform mit Stopfer. Auch sie wird mit starken Schrauben fest eingespannt. Nach dem Probeausformen schneidet der Pfeifenbäcker die Figur am Hals und Bauch des Vogels durch, um die Wandstärke des Tones und die richtige Führung des Stopfers zu prüfen. Ist der Hohlraum groß genug, kann man mit dem Formen der Kuckucksfiguren beginnen. Nach dem Zusammenklappen und Verriegeln wird der Stopfer mehrfach fest bis zum Anschlag eingeführt.
Durch das Anpressen des Tones an die Formwand bildet sich die eingravierte Kuckucksfigur scharf ab. Durch den Stopfer ist die Figur innen hohl und am Boden zunächst noch offen. Diese Öffnung wird erst später verschlossen. Die Kuckucksrohlinge müssen jedoch erst antrocknen, bevor man sie bearbeiten kann. Bis in die 50er Jahre fertigten die Pfeifenbäcker auch kleine Figuren wie diese hier. Es gab über 150 unterschiedliche Modelle. Darunter waren einheimische und exotische Tiere, Märchenfiguren, Autos, Schiffe und Flugzeuge, aber auch kleine Büsten prominenter Personen, Gefäße und Badepüppchen. Für manche Orte produzierten die Pfeifenbäcker auch Souvenirartikel, wie diese Brezel für Burg an der Wupper. Auf einigen Figuren konnte man auch flöten. So, Leute, holen wir mal eine Vielfalt. Ja. Andere Figuren besaßen einen Hohlraum, der mit Liebesperlen oder Zucker gefüllt und mit einem Metalldeckelchen verschlossen wurde. Mittlerweile haben die Pfeifenbäcker die Herstellung dieser Figürchen fast ganz aufgegeben. Lediglich flache Scheiben, Rosetten und Sterne für die Schießbuden, die sogenannten Flattern, kann man noch in dem Nachbarort Ransbach-Baumbach kaufen. Die inzwischen angetrockneten Kuckucksfiguren werden nun fertiggestellt und ausprobiert. Vorher müssen die Figuren geputzt und deren Boden verschlossen werden. Zunächst trennt die Frau die Tonnaht, die von den beiden Formhälften herrührt, ab. Danach raut sie die Ränder des offenen Bodens an und drückt ein Stück weichen Tones ein. Durch das Anrauen bleibt der frische Ton besser haften. Die abgeschlossene Bodenfläche und die Ränder werden abschließend sorgfältig verschmiert. Die Figur weist nun innen einen Hohlraum auf. Sind mehrere Kuckucksfiguren auf diese Weise vorbereitet, kann die Frau die drei Löcher, die die Pfeiftöne ermöglichen, einstechen. Sie platziert sie an der Unterseite des Schwanzes, am Rücken und am Schwanzende. Für diesen Arbeitsgang gibt es ein spezielles Messer mit zwei verschieden breiten Klingen, die immer wieder eingefettet werden müssen. Bläst man nun am Schwanzende hinein, trifft die Luft auf eine Schneidekante und erzeugt einen Pfeifton. Wird das Loch am Rücken des Vogels verschlossen, ändert sich die Tonlage. Im Wechsel der Tonlagen entsteht der typische Ruf des Kuckucks. Säuberlich geputzt und ordentlich abgelegt, müssen die Kuckucksfiguren nun ganz austrocknen, bevor der Pfeifenbäcker sie brennen kann. Nach dem Ausformen, Putzen und Trocknen werden die verschiedenen Pfeifensorten und die kleinen Figuren bei ca. 950 Grad Celsius im Pfeifenofen gebrannt. Für die Füllung eines Ofens
müssen die Männer und Frauen in der Werkstatt 3 bis 4 Wochen arbeiten.